Es ist soweit. Das Finale unserer kleinen ESC-Halbfinale-2-Reihe. Wir haben gerade darüber gesprochen, welche 10 Länder wir weiterlassen und haben dabei gemerkt, dass es im Gegensatz zum ersten Halbfinale wahnsinnig schwierig ist. Ja, viel, viel schwieriger. Und wir haben auf jeden Fall, mussten ein paar schwere Entscheidungen treffen und haben auch ein paar Leute rausgekickt, die wir schweren Herzens rauskicken. Oder wo wir sagen, die können es auf jeden Fall auch schaffen. Also es ist nicht so eindeutig wie im ersten Halbfinale auf jeden Fall. Also wir sind der Meinung, dass ganz viele Songs, die jetzt hier rausfliegen, im ersten Halbfinale locker safe gewesen wären, oder? Ja, stimmt. Also das ist auch Pech dann, aber so ist es nun mal, so die Spielregeln. Wie fandest du das Halbfinale generell? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Songs stärker, aber mir hat das erste Halbfinale mehr Spaß gemacht. Echt? Ja. Ja, wer es auf jeden Fall ins Finale schaffen wird, das ist Serbien. Mazedonien mit Dance Alone kommt auch weiter. Dann sind wir schon bei Rumänien, der Jodel-Song. Ich habe es geschafft, ihn durchzuboxen, meine lieben Jodel-Freunde. Ja. Also wenn ihr weiterkommt, ihm habt das zu verdanken. Aus Deutschland gibt es hohe Punktzahl und aus Österreich auch. Garantiert. Okay. Wir haben auch das Highschool-Musical-Lied der Niederlande weitergelassen. Ich glaube, weil es einfach schöne Frauen einem okayen Song so funktioniert. Ja. Ungarn, den traditionellen Song mit der Esmeralda, wenn das ein schöner Auftritt wird, dann wird das was. Irland mit Dying to Try, fanden wir beides ein toller Song. Ist ruhig, aber ist im Finale, sagen wir. Ja, Kroatien, der gute Two-Face aus Kroatien, der, ja. Wunderschön. Der wird es auch schaffen, einfach weil es ein Exot ist. Trotz schwieriger Startnummer haben wir gesagt, dass Norwegen für mich Ed Sheeran featuring Daft Punk das dann auch ins Finale schafft. Ja. Ja, Bulgarien, auch ganz starker Song. Da waren wir uns beide sofort einig, dass die es auf jeden Fall ins Finale schaffen und dass sie auch im Finale wahrscheinlich sehr stark abschneiden werden. Also Bulgarien ist dieses Jahr auch aufgrund seiner Lage, also mit netten Nachbarn und aber auch mit dem tollen Song unter die Favoriten zu zählen, auf jeden Fall. Ja, und als letzten Halbfinalteilnehmer haben wir dann Israel weitergenommen, weil der Song wird am Abend wahrscheinlich einfach... Wird funktionieren. Es ist eine gute Dance-Nummer an dem Abend. Wird Spaß machen. Wir haben noch ein paar, wie man so schön sagt, Honorable Mentions. Ja, oder auf Deutsch halt Wackelkandidaten. 1:1 übersetzt. Weil es einfach ein klassischer Auftritt ist. Malta haben wir noch als Wackelkandidat. Dänemark, weil sehr hübsch. Und Weißrussland, weil es sehr viel Spaß macht. Also da kann sich das noch ein bisschen, so die letzten 7 Plätze kann sich noch ein bisschen verteilen. Aber insgesamt ein starkes Halbfinale. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir werden natürlich live auch wieder bei Twitter am Start sein. Freue ich mich schon. Bam, badam, bam. Macht dein Twitter auch so eine Geräusche? Ja. Meins auch. Uns bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns schon ganz bald hier wiedersehen. Ja. Natürlich mit der Finalshow, wo wir dann den Gewinner küren. Schon quasi ein bisschen vor der Live-Sendung. Wir wissen es eigentlich schon. Wir hoffen sehr, dass euch die Videos gefallen haben. Wenn sie euch gefallen haben, denkt dran, gebt einen Daumen, abonniert uns, erzählt allen davon weiter und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt und sagen... Tschüss, bis dann. Shine on. Nummer 2 geschafft. Ja, geil. Geil, oder? Ich finde, das hat heute für mich noch besser funktioniert als beim ersten Halbfinale mit uns beiden. Echt? Ja. Aber heute waren wir uns gar nicht so oft einig. Nee, ich glaube, vielleicht hat es das interessant gemacht, dass wir nicht unbedingt immer derselben Meinung waren, aber ich... Du hattest heute halt ganz oft falsch, ne? Ich hatte halt ganz oft falsch, ja. Du hast mir quasi was beigebracht heute. Ich danke dir. Kein Problem. Ich glaube, wir haben coole Momente drin. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei der Aufnahme. Mit mir hat es auch Spaß gemacht. Oh, es ist natürlich... Die Videos haben ein 48-Stunden-Fenster quasi, ne? Ein kleines Gesicht. Ich bin zufrieden, Alter. Ich bin gespannt, wer jetzt weiterkommt. Ich habe jetzt auch Bock, dass die Sendung langsam losgeht. Ja, Mann. Ich will es jetzt endlich mal sehen. Ich will es jetzt auch mal sehen, wie es live ist und nicht nur das Video gesehen zu haben, sondern wie sie es da abliefern. Aber der Gewinner war nicht dabei, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja auch noch nicht die anderen gehört. Ich weiß es nicht. Meinst du, unter den letzten 6, die wir noch besprechen, ist einer drin? Nee. Also ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, dass einer von den beiden Halbfinalisten der Sieger ist. Also nicht so, dass ich sage, es ist mir egal, was ich jetzt noch höre. Das Ding hat gewonnen. Also bisher noch nicht. Okay. Na, dann bin ich gespannt, was die Big Five plus die Ukraine. Bald geht's weiter. Freue mich. Wow!